Ja, liebe Väter, liebe Mütter, liebe Kinder, liebe Freunde, man muss sich das mal vorstellen. In diesen Tagen hatte der Stuttgarter Landtag vorgehabt, den Bildungsplan 15 oder 2015 zu verabschieden. Und das gehört jetzt der Geschichte an. Es ist eine tolle Leistung, eine tolle Leistung der Petitionsgruppe und der Arbeitsgemeinschaft für die Demos an alle oder für alle. Was wir hier geleistet haben, ist einzigartig in der letzten Geschichte der Bundesrepublik, dass sich Bürger gegen eine staatliche Maßnahme gewendet haben und hier in diesem Falle diese Gender Mainstreaming. Es dreht sich bei der Gender Mainstreaming, das wissen wir alle, darum, dass ihre Identität als Mann oder als Frau zerstört werden soll. Und auf diese Art und Weise, was unseren Kindern rübergebracht wird, zerstören wir oder die Genderleute auch unsere Familien. Das ist unerhört und das haben wir abgewandt. Eure Demos und eure Petitionsgruppe war für uns eine Steilvorlage. Wir haben daraus 4 Punkte für uns vorgenommen für die Zukunft. Erste Mal Feststellung, ich sage es nochmal, es ist die allererste Demo in der Bundesrepublik, die gegen Maßnahmen aufgetreten ist. Das war für uns, wahrscheinlich für Sie alle, vor Monaten noch eine Traumvorstellung. Die Theorie ist jetzt vorbei, jetzt steigen wir in die Praxis ein. Zweiter Punkt, wir müssen aus Unwissenden, in dem Falle wir Eltern, aus Unwissenden Betroffene machen. Nur betroffene Eltern, nur wir als betroffene Menschen können aktiv agieren gegen die Regierung und auch dann unsere Elternrechte wahrnehmen. Der dritte Punkt ist, Agens wird sich in der nächsten Zeit für eine bundesweite Aufklärungskampagne für die Eltern stark machen. Mittelpunkt dieser Kampagne sind natürlich unsere Kinder und die Kernbotschaft, das muss man sich auch mal ganz genau angucken, Gender in der Schule ist ein Teil eines Gesamtprogrammes. Dazu gehören Frauenquoten und die 2000 Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen, die ihre Hunderten von Millionen Gelder pro Jahr verwalten. Vorletzter Punkt. Wir setzen ein Lernziel, und da gebe ich der Birgit Kelle vollkommen recht, ein Lernziel Toleranz im Denken und im Handeln. Das heißt, für Schüler heißt das, ich sehe andere Lebensläufe, andere Lebensentwürfe und das erweitert meinen Horizont, mehr nicht. Letzter Punkt. Das alles macht uns große Hoffnung. Wir brauchen nicht nur ein Stuttgart, wir brauchen 2 Stuttgarts. Wir brauchen ganz, ganz viele Stuttgarts für unsere Aufklärungskampagne. Und der allerletzte Punkt ist, hier in Stuttgart entstand Stuttgart 21. So lasst uns doch hier in Stuttgart Eltern 21 gründen. Dankeschön.